Hallo und herzlich willkommen, ihr Sepplinge, hier zur heutigen Update-Folge. Heute ist der 7. Oktober 2015 und die Shire Horses sind da. Hooray! Zwei davon hinter mir auf der Koppelinsel, eins davon in Fort Pinter. Bevor ich mir jetzt gleich eins kaufe, möchte ich natürlich mit euch erstmal das Rasseporträt durchlesen und schauen, in was für Farben es hier gibt. So, wir machen uns auf den Weg. Jetzt bin ich mal gespannt. Zwei Farben kennen wir ja schon, aber was mag wohl die dritte sein? Es leckt schon ein bisschen hier. Heieiei. Uff, schon ganz schön viel los. Es gibt einen Fuchs. Oh mein Gott. Und es ist ein super, super, super süßer Fuchs. Ei, ist das süß. Ach, wunderschön. Eieiei. Ach, schau mal hier mit dem Braun in der Mitte wieder. Wow. Wow, richtig Hammer. Aber okay, ab Level 1 könnt ihr sie kaufen. 949 Starcoins kostet zumindest dieser Fuchs hier. Das ist sehr, sehr teuer. Es ist teurer, als ich erwartet habe. Aber ich... Ach, ja gut, man konnte es sich fast denken, weil unheimlich viele warten auf die Shire Horses und dann zieht natürlich Star Stable auch ein bisschen den Preis an. So, Stärke plus 5, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 1 und Agilität plus 0. Sie haben sogar neue Animationen, haben wir gerade schon gesehen. Sie werfen so süß den Kopf hoch. Schauen wir mal. Shires zählen zu den größten Pferden weltweit. In einer Höhe von bis zu 1,70 Meter wirken sie extrem majestätisch. Abgesehen von ihrer Größe sind sie auch für ihr ruhiges und freundliches Gemüt berühmt. Shire Horses sind zudem für ihre stark ausgeprägten Abzeichen am Kopf und den Beinen bekannt. Genau, das sind hier die weißen Beinabzeichen. Shires sind nicht nur groß, sondern auch stark und es wird gesagt, dass sie bis zu 5,5 Tonnen ohne Probleme ziehen können. Das machte Shire im Mittelalter zu einem beliebten Kriegspferd, das Soldaten mit schweren Rüstungen tragen konnte. Nachdem die Rüstungen der Ritter nach und nach verschwanden, wurden die Shires als Zugpferde auf dem Lande eingesetzt. Heutzutage sind sie vor allem bei Paraden zu sehen und werden als Rückepferde eingesetzt. So. Nee, Spielereinschränkung ist Level 8. Aha. Okay, das hier ist also der Fuchs. Jetzt schauen wir mal, was noch hier steht. Außerdem steht hier der Rappe. Und hier die ersten schreiben schon, dass sie so viele Starcoins nicht haben. Ja, der Preis ist echt gepfeffert. Das ist krass. Hätte ich nicht erwartet. Ja, der Rappe. Und jetzt würde ich sagen, lasse ich mich mal kurz abholen. Und ich beschleunige jetzt das Ganze mal und reite nach Fort Pinter und schaue mir noch den Dunkelfuchs an. So, und da habe ich erstmal eine verzweifelte Runde gedreht, denn das Shire Horse steht hier vorne. Hier ist das dritte und letzte Shire Horse, das kennen wir auch schon aus dem Trailer. Das ist der Dunkelfuchs und jetzt wissen wir auch, wirklich jedes der neuen Pferde kostet 949 Starcoins. Damit gehören sie jetzt, abgesehen von dem Fjordpferd mit der Ausrüstung, nach den Friesen und dem weißen Andalusier zu den teuersten Pferden im Spiel. Sie sind damit sogar nochmal 39 Starcoins teurer als die Araber. Wirklich ein stolzer Preis. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu meint. Schreibt es mir nochmal in die Kommentare. So, ich werde mich jetzt kurz entscheiden, welches ich nehme und dann sehen wir uns nach einem kurzen Cut wieder. Bis gleich. So, und da bin ich wieder zurück, da hätte ich gar keinen Cut machen müssen. Ich habe mich dann jetzt auch erstmal für den Dunkelfuchs entschieden, aber ich werde mir definitiv auch noch ein weiteres Pferd kaufen. Das wird dann am Freitag in einer Sonderfolge kommen, zusätzlich zu der Rennfolge, eventuell auch schon morgen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wollt ihr morgen, vielleicht bringe ich auch morgen das Video zum Shire, zum zweiten und zu den neuen Sachen im Shop. Ich schaue einfach mal, ich glaube, so mache ich das, dann müsst ihr euch nicht so lange gedulden. Das heißt, morgen werde ich mir noch ein weiteres kaufen. Jetzt ist es erstmal der Dunkelfuchs. Ihr könnt ja mal überlegen, welches ich mir noch hole. So, das hier soll ein Hengst werden. Und zwar habe ich mir schon für einen Namen entschieden.
Und zwar Thunderhoof. Thunderhoof soll der Gute heißen. So, Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Jeha! Wuhu! Sehr cool. Ah, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich richtig gespannt. Ich lasse mich jetzt abholen und da gucken wir gleich mal im Stall, wie es aussieht aus der Nähe und wenn wir drauf sitzen und so weiter und so fort. Bis gleich. So, und da bin ich auch schon im Stall und da steht er, der gute Thunderhoof. Wir wollen uns den jetzt natürlich mal näher anschauen. Ich habe da was vorbereitet und Pferde für drei verschiedene Größenklassen nebeneinander gestellt. Einmal das Pony, ein Morgan und das normale Standard-Startpferd. Einen Friesen, beziehungsweise ein friesisches Sportpferd oder ein Andalusier habe ich gerade nicht hier. Das müssen wir uns gleich mal noch anschauen. Wir haben ja hier direkt vorm Haus ein paar. Wow, uff, da. Wahnsinn hier. Alter, guckt euch das mal an. Ich schaue gerade, was. Ah, das Braun. Ja, eher das Geflochtene. Das Geflochtene finde ich hübsch. Ich zeige euch jetzt mal den direkten Größenvergleich, denn der ist tatsächlich immens. Ich stelle mich jetzt hier mal neben das Pony und das Fjord und das Morgan. Schaut euch das mal an. Alter, was bist du? Ein Brummer-Thunder. Meine Güte, ist ja Wahnsinn hier. Ich parke direkt mal um. So sieht das im Vergleich zu dem normalen Startpferd aus. Wow, also ja, doch richtig Hammer. Und ich muss sagen, sie gefallen mir auch in Natura nochmal deutlich besser als im Trailer. Und da fand ich sie schon toll. Wir machen uns jetzt mal auf hier hinten. Ich setze jetzt mal die Jeans an. Irgendwie finde ich, passt die, glaube ich, besser dazu. So, ich zeige euch jetzt mal noch nicht die Gangarten. Das mache ich gleich. Denn ich möchte das jetzt hier erstmal noch neben den Andalusiern zeigen. Oh. Ich stelle mich hier mal zwischen. So, und wir sehen hier den Größenvergleich. Ja, sie sind größer, die Shires. Sie sind tatsächlich größer, wobei mir gerade auffällt, dass der Apfelschimmel ein Stückchen größer zu sein scheint als der Braune hier. Aber auch größer als der Apfelschimmel ist er. Nicht viel, aber er ist größer, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Und jetzt schauen wir uns mal die Gangarten an. Hier haben wir einmal, ich blende mal hier das Interface aus. Wir haben hier den Schritt. Sehr kurze Schritte. Ich finde, die Hinterbeine, das ist ein bisschen starksig. Aber okay. Der Trab. Auch hier, das ist eher ein bisschen starksig. Das hatte ich auch schon in meiner Themenfolge angesprochen, dass ich das ein bisschen schade finde. Schön finde ich, dass die Mähne mitwippt. Dann haben wir hier den Arbeitsgalopp. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf die weiteren Gangarten. Ich finde wirklich, also in der Gangart hier, da weht die Mähne sehr, sehr schön hinterher. So sieht das wirklich richtig top aus im schnellen Galopp. Da finde ich es richtig klasse. Die Gangarten, die anderen überzeugen mich nicht ganz so, aber der schnelle Galopp ist wirklich ein Träumchen. Da muss ich wirklich sagen, richtig, richtig Hammer. Das gefällt mir super, super gut. Die Sprunganimation haben wir hier auch noch. So. Dann schaue ich jetzt mal gerade. Wir wollen uns natürlich auch mal angucken, was der Gute so im Stehen macht, wenn ich mich jetzt hier nicht gerade bewege. Er schaut immer mal so ein bisschen zur Seite, schielt durch seinen vollen Stirnschopf durch. Sehr, sehr süß finde ich das. Schade, dass die Zügel durch die Muskeln durchhängen. Oh, er ist ein bisschen gelangweilt. Da wirft er die Mähne nach oben. Was viele gefragt haben, können die denn auch grasen? Das gucken wir uns jetzt an, was die machen. Ich stelle mich mal ein bisschen weiter hier weg. Hoppala, damit wir es auch mal genauer anschauen können. So. Interface blende ich wieder aus. Also aktuell grast er noch nicht. Er geht aber auch in diese Döse-Haltung. Wir sehen es auch hier, er hebt den Huf hinten an. Ob er grast? Müssten wir jetzt mal ein bisschen abwarten. Ja, er grast auch. Auch hier sieht der Hals wieder ein bisschen gestreckt aus. Nicht ganz optimal gelöst von Star Stable. Aber das kennen wir auch so schon von den Morgan Horses. Von daher passt das schon alles kein Ding. Wow, ja, also von hinten Wahnsinn. Ich weiß schon, mit welcher Rasse ich dann später die südliche Erntefeldprovinz erkunden werde. Jetzt muss ich mal gerade schauen.
Ja, hier haben wir das zur Seite wackeln. Ich finde das ja ganz süß, muss ich ja ehrlich sagen. Interessant ist jetzt natürlich, ja, wir knutschen auch hier wieder mit unserem Charakter den Hals, aber das habe ich auch nicht anders erwartet, denn es ist eben nun mal dieselbe Animation wie auch bei den Morgan Horses. Von daher, das ist aber auch jetzt keine Kritik. Ich meine, das ist jetzt nicht, ich finde es jetzt persönlich nicht gravierend. So, wir machen uns jetzt mal noch auf den Weg zum Friseur und dann schauen wir mal, was es denn außer dieser langen, wallenden Mähne hier noch so für Arten gibt. Die finde ich aber persönlich schon sehr, sehr cool. Also wirklich top. Ich bin absolut überzeugt. So, und auf zum Friseur. Was haben wir hier zur Auswahl? Wir haben die Knötchen. Die muss ich ja sagen, jetzt guck doch mal nach vorne, Thunder, schäm dich nicht. Die sehen super aus. Richtig, richtig geil. Ja, jetzt kannst du den Schopf nicht mehr hochwerfen, ist eingeflochten. Aber wow, schaut euch das mal an. Da kommt dieser majestätische, kräftige, starke Kopf so richtig zur Geltung. Finde ich super. Gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Dann haben wir hier so die Mähne, die auch das Standardpferd, das Startpferd hat. Ich sehe schon, wir haben leider keine komplett neuen Mähnenvarianten. Eine etwas längere Mähne. So, auch hier mal noch aus mehreren Blickwinkeln gezeigt. Und dann haben wir auch hier diese ganz kurze Mähne. Finde ich auch gar nicht mal so schlecht, aber ich muss tatsächlich sagen, dass mir bei dem Shire die lange Mähne doch dann am besten gefällt. Ich überlege gerade, habe ich irgendwas noch nicht gezeigt? Ich glaube, ich habe jetzt alles gezeigt. Das heißt, damit verabschiede ich mich für heute erstmal von euch. Ich werde mir in der Zwischenzeit mal noch was überlegen, was ich eben noch drauf tun könnte, satteltechnisch. Aber aktuell muss ich sagen, gefällt es mir tatsächlich ohne Sattel sehr, sehr gut. Das hat irgendwie sowas... Ich weiß es nicht. Mir gefällt es sehr gut so. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr euch schon Outfits für eure Shires ausgesucht habt, welche Frisur ihr genommen habt, welche Farbe ihr genommen habt, was ihr zum Preis sagt und so weiter und so fort. Und ja, morgen gibt es dann die Übersicht wieder über die Shop-Sachen und ein Kaufvideo meines zweiten Shires. Also seid gespannt, welches es wird. Und dann viel Spaß schon mal mit euren Shires und bis morgen. Tschüss!